Ja, huhu, hallo, ich bin's, die Elke. So, das ist jetzt meine erste Aufnahme, die ich jetzt mit meinem neuen Samsung-iPhone einfach mal ausprobiere. Ich hoffe, es funktioniert, keine Ahnung. Das ist mein erstes Selfmade-Video. Mal schauen, ob es gut rüberkommt. Könnt ihr mir dann Feedback geben? Und zwar, ich bin jetzt hier gerade am wunderschönen Hennesee im Sauerland, wo ich auch selbst 2,5 Jahre gewohnt habe. Und da gibt es diese tolle Himmelstreppe, ja. Oder man sagt auch die Treppe ins Unendliche. Und die bin ich jetzt gerade hochgelaufen. Das sind insgesamt 300 Stufen. Ja, also ich habe das insgesamt dreimal gemacht. Da werde ich morgen mal ein Video zeigen, dass ihr wirklich seht, wie faszinierend, aber gleichzeitig auch, wie wahnsinnig anstrengend es ist. Also eines der besten, könnte man sagen, HIIT-Trainings überhaupt. Wirklich Herz-Kreislauf-Training. Also man spürt, wenn man dann wirklich oben angekommen ist, die 300. Stufe hinter sich hat, wie das Herz pulsiert. Also man hat fast so das Gefühl, dass das Herz wirklich rauspocht, ja, wie die Lunge brennt, ja, aber im Nachhinein ist es ein total tolles Gefühl, ja, man ist total erfrischt, man ist wach, man ist sehr präsent, ja, also ein super geiles Training. Und was ich euch jetzt zeigen möchte hier, und zwar, ich möchte euch einfach mal zeigen, man kann in der Natur, kann man das auch nach so einem Training machen oder auch vorher als gute Vorbereitung. Und zwar, ich möchte euch gern Uddiyana Bandha zeigen und Agnisara, das sind zwei Kriyas im Yoga. Also Uddiyana Bandha macht man zum einen um die Bauchdecke bzw. um die Verdauungsorgane anzuregen, ja, um die ganze Verdauung anzufachen, ja. Agni wird dadurch sozusagen auch Agni ist das Verdauungsfeuer, das wird dadurch erweckt, wird angefeuert, ja. Und das ist eine tolle Übung und anschließend zeige ich euch Agnisara, das ist auch die Feuerübung genannt. Und das möchte ich euch jetzt hier in der schönen Natur zeigen. Und genau, und das sind die zwei Übungen. Ich werde sie erklären. Ich gehe dazu ein bisschen weiter weg, dass ihr das gut sehen könnt. Ja, jetzt seht ihr erstmal nur meinen Kopf. Und damit, dass ihr mich im Ganzen seht, stelle ich mich jetzt einfach mal hier hin. Genau. Ach, und übrigens, so schaue ich jetzt eben aus, weil ich habe ja auf Facebook meinen Steckbrief geändert, wo ich ja gesagt oder geschrieben habe, Schluss mit dem Magerwahn, zurück zum Yoga, Kraftsport und Laufen. Und ich denke, die meisten, die mich kennen, die sehen auch, dass ich wirklich jetzt 6 Kilogramm zugenommen habe. Darauf bin ich auch sehr stolz. Es ist eine harte Arbeit, jeder kennt es, wenn man wirklich mal eine Magersucht hatte. Und genau, und das jetzt einfach mal wisst, so sehe ich jetzt eben aus. Und jetzt zeige ich euch diese zwei Übungen. Okay, die erste Übung ist Uddiyana Bandha. Also Uddiyana Bandha bedeutet, ihr atmet oder du atmest dazu so tief ein, wie du kannst, in die volle Lunge. Dann atmest du ganz kräftig durch den Mund aus. Und wichtig ist dabei, bevor ich es zeige, einmal kurz zur Erklärung, dass der Rücken gerade ist. Also du solltest dich jetzt nicht rund machen, ja, weil dann werden hier die ganzen Organe im Brustkorb werden dann eingeengt, sondern der Rücken ist gerade und jetzt versuchst du den Unterbauch so weit wie du kannst nach innen und nach oben zu ziehen. Es ist im Endeffekt so ein Vakuum, was entsteht. Das Zwerchfell bleibt dabei entspannt und dann hältst du den Atem nach dem Ausatmen so lange an, wie es gut möglich ist. Und wenn dann der Einatmenimpuls kommt, die Bauchdecke locker lassen und sich dann wieder mit dem Einatmen nach oben aufrichten. Okay, ich zeige es von der Seite, sodass man das gut sieht. Also tief einatmen, dabei die Arme gern mit nach oben nehmen. Und jetzt kräftig durch den Mund ausatmen und halten. Dann anschließend die Bauchdecke wieder locker lassen und dann eben mit dem Einatmen nach oben aufrichten. Okay, ein zweites Mal tief einatmen, die Arme dazu mitnehmen, in die volle Lunge atmen, kräftig durch den Mund ausatmen, wieder abstützen und halten. Bauchdecke zuerst locker lassen und erst dann einatmen und wieder aufrichten. Alle guten Dinge sind drei. Ein letztes Mal tief einatmen in die volle Lunge. Kräftig durch den Mund aus. Rücken gerade und halten. Bauchdecke locker lassen, einatmen, aufrichten. Okay, die zweite Übung ist Agnisara. Agnisara ist so ähnlich.
Ja, nur eben wird dabei der Bauch nach vorn und nach innen gepumpt. Ja, also auch wieder tief einatmen, dann ausatmen. Die Bauchdecke, die bleibt drin. Ja, und dann eben dieses Pumpen. Ja, also man kann sich das wie so ein Blasebalg vorstellen. Man möchte hier so, man hat hier so eine Feuerstelle und die möchte man eben anfachen. Ja, und eben dann kräftig mit dem Bauch vor und zurück pumpen. Und da eben auch 3 Runden. Okay, ich zeige es wieder von der Seite. Ich stelle mich allerdings hier so in diese Richtung. Ich ziehe ein bisschen das T-Shirt nach unten, dann sieht man das ganz gut. Und dann die Bauchdecke vor und zurück geht. Also wieder tief einatmen in die volle Lunge. Durch den Mund aus. Und mit dem Bauch kräftig pumpen vor und zurück. Dann wieder einatmen und ausatmen. Ich zeige es einmal, ich komme dazu ein bisschen näher, so kann man das besser sehen, wenn die Hose ein bisschen unten ist, also wirklich den Bauch. Ihr atmet dazu wieder tief ein, kräftig ausatmen und mit dem Bauch feste pumpen. Bauchdecke locker lassen und erst dann mit dem Einatmen aufrichten. Okay, ein letztes Mal tief einatmen in die volle Lunge. Kräftig durch den Mund ausatmen, nicht weiter atmen, pumpen. Ja, also das sind 2 Übungen, die sind total klasse. Man kann sie mehrmals am Tag machen. Ich mache es immer gleich morgens nach meinem Toilettengang. Es ist die erste Übung, die ich für mich mache. Und man merkt einfach dadurch, wie die Energie kommt. Ja, die Verdauungsorgane werden eben aktiviert. Und probiert es einfach mal aus. Okay, in diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!